Yeah. Ich habe nachgedacht, fang manchmal zu träumen an, wie man diese Welt für Kinder noch viel schöner machen kann. Hab alle meine Freundinnen und Freunde gefragt und pass mal auf, die haben Folgendes gesagt. Hör mal zu. Zum Beispiel jeden anlächeln oder Mucke machen, zusammen rappen, yeah. Namen fett an die Wand taggen, Kids wollen durchdrehen und anecken. Es geht nicht um Ellenbogen, nicht ums Recht haben. Es geht darum, dass alle Kinder Rechte haben. Sie dürfen Gedanken und Gefühle immer zeigen, Lieder drüber schreiben, singen oder zeichnen. Sie müssen fragen dürfen und müssen alles wissen, brauchen Zeit und Eltern, die sie beschützen. Yeah. Wir wollen die Zukunft sein. Die Welt gehört nicht euch allein. Ihr kriegt uns lieber klein. Zusammen können wir ein Wunder sein. Wir wollen die Zukunft sein. Die Welt gehört nicht euch allein. Ihr kriegt uns lieber klein. Zusammen können wir ein Wunder sein. Denkt an die Kinder, nicht die Erde an die Wand fahren. Ab jetzt gehört sie ihnen, also macht mal alle langsam. Kinder mit den Händen auffangen, um sie zu schützen. Schöner als erziehen, klingt doch unterstützen. All die Kinder kennen keine Mauern, Kinder haben Recht auf Frieden. Auf einer Welt, in der nur Frisbees anstatt Bomben fliegen. Kinder dürfen entscheiden, woran sie glauben, woran nicht. Sie dürfen alles glauben, doch vor allem an sich. Oh yeah! Vencemos y bailamos al miedo que nos toca vivir. Alcemos esas manos al viento que hoy nos toca vivir. So hell sein kann und alles überscheint. Gemeinsam sind wir lauter, alles schaffen wir vereint. Schau mal, jeder ist ein Kind, auch ihr Großen wart mal klein. Alle Menschen brauchen Rechte und die fordern wir jetzt ein. Kinder verdienen, dass man sie ernst nimmt und nicht immer nur davon redet und ihnen trotz Größenunterschied auf Augenhöhe begegnet. Dass wir zuhören und verstehen und versuchen, unsere Welt durch ihre Augen zu sehen. Okay, okay, okay. We can be heroes, we are the change. The future starts now, that's why we shouldn't wait. Let's make a difference, let's conquer hate. If you feel the same, raise your voice today and say, hey.